Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Ihr habt es euch ja vor einiger Zeit gewünscht beim 300-Shooting. Heute ist es mal an der Zeit, es zu zeigen. Und zwar, wie man eigentlich mit einer Kamera direkt ins Laptop rein fotografiert, sodass die Bilder dort gespeichert werden, man die sich gleich angucken kann, vielleicht schon bearbeiten kann, etc. pp. Wir befinden uns hier gerade beim Lux-Training, ja, Shooting Star, so wird das neue große Projekt heißen, was es auf Lern von Ben geben wird. Da geht es um Lux, zum einen zum Fotografieren, zum anderen in Photoshop und später wird es dann noch das ein oder andere Model-Video quasi geben, was ich beachte beim Shooting von A bis Z etc. So eine Sache halt. Wir sind jetzt hier fertig, Bianca, mit ihr haben wir den ganzen Tag gedreht, sie ist schon ein bisschen erfroren, es war sehr, sehr windig, auch wenn es gerade hier nicht so aussieht. Wir haben den ganzen Tag schon ganz, ganz viele Videos aufgenommen und ich zeige euch jetzt einfach mal hier am letzten Set, wo wir gerade waren, hier ist so ein blauer Container und so weiter, hier habe ich meine Blitzanlage, wie ich das mache. Da müssen wir erstmal ans Laptop ran, beziehungsweise erstmal hier in die Kamera. Ich so ein Kabel, ganz normales, ich glaube Mini-USB nennt man das, Kabel, gab es bei Amazon, habe ich mir gekauft, für, ich glaube, weiß nicht, 4 Euro, 3 Euro, irgend sowas in dem Dreh, ist 5 Meter, ich habe mir extra so ein 5 Meter und das habe ich mir gekauft, weil es cool aussah irgendwie, weil ne, so silber außenrum und so durchsichtig, fand ich irgendwie, sah cool aus, auch mit dem roten Nippel hier, irgendwie ein cooles Teil. Gibt es auch teure, speziell für Kamera und so weiter, mit einigen Features noch und Gold-Kontakten und so weiter, brauche ich alles nicht, habe mir jetzt das geholt, das funktioniert. So, wenn ich das jetzt hier anschließe, an die 6D, ans Laptop hier, zeigt er mir jetzt direkt schon an, Fotos in Dropbox speichern? Nein, das möchte ich natürlich nicht. Hier sieht man gerade noch Lightroom vom letzten 300-Shooting. Ich habe jetzt hier Lightroom 5 geöffnet. Ganz normal. Dann gehe ich hier oben auf Datei. Hoppa. Tetheraufnahme. Und Tetheraufnahme starten. Dann kann ich jetzt hier Namen eingeben, zum Beispiel Bianca YouTube nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann sagt er hier automatisch schon, wie die Dateien heißt. Also ich kann die benennen, zum Beispiel Bianca YouTube 753, bla bla, so wie man das halt in Lightroom kennt. Jetzt kann ich hier noch einen Speicherort wählen. Ich habe das sonst immer auf meiner Lassie externen Festplatte gespeichert. Ich zeige das jetzt mal kurz zum Demonstrieren einfach direkt auf den Schreibtisch rauf. Zack, zack, Metadaten, Benjamin Jaworski. Kann auch irgendwelche Stichwörter eingeben, zum Beispiel Lux, Training. Und Shooting Star, achso, jetzt hat er das schon gemacht, egal. Nehmen wir das so. Jetzt zeigt er mir hier schon direkt meine Kameraeinstellung an. Ich habe hier gerade eine 160. Verschlusszeit, Blende 9, ISO 100, Weißabgleich auf Blitz. Das Ganze ist in dem Bianca-Teil, EOS 6D shoote ich gerade. Entwicklungseinstellung habe ich Shooting Kontrast. Das habe ich mir vorher, habe ich mir eine Einstellung gemacht in Lightroom, eine Entwicklungseinstellung, wo ich einfach den Kontrast ein bisschen erhöhe, ein bisschen Schärfe noch reinmache, sodass ich das direkt beim Reinshooten in die Kamera quasi schon sehe. Jetzt kann ich hier auslösen über diesen Knopf. Sieht man allerdings nicht so viel. Foto wird jetzt hier direkt reingeladen, wird wahrscheinlich schwarz sein. Ja, ein bisschen unscharf hier. Unten sieht man das, da ist es. Ja. Hier sieht man die Einstellung, die ich schon gemacht habe. Ein bisschen schwarz weggenommen, Kontrast reingenommen. Und das kann ich jetzt auch direkt natürlich beim Shooten machen. Mache ich mal hier das Blitzding an. Einstellung passen. Ich schnapp mir mal den Blitz. Mach einfach mal hier ein Bild. Hallo Bianca. So, zack, zack. Und egal wie viele Bilder ich jetzt mache, nur mal kurz reinzoomen mit einer Hand, die erscheinen jetzt direkt dort auf dem Computer. Sehen sehr geil aus schon mal, ich feiere die schon. Nice, geh ein bisschen weg. Cooles Teil und ich kann jetzt zwischendrin kontrollieren, oder mein Assistent kann zwischendrin kontrollieren, ob die Bilder richtig belichtet sind. Ob die Schärfe passt, ob das alles cool ist so, ob es gut aussieht oder ob ich da völligen Blödsinn fabriziere. Es sieht nach völligen Blödsinn aus, nee, natürlich nicht. Sieht ganz cool aus und man sieht jetzt hier, wenn man während er verarbeitet die RAWs, dass halt automatisch immer Look drauf liegt. Und so kann man direkt sehen beim Shooting, sowohl ich als auch mein Assistent, das Model, wenn Kunden noch mit dabei sind, wer auch immer, kann direkt schon sehen, wie das später dann in Photoshop schon aussehen könnte, weil da mache ich auch nicht mehr viel. Gerade bei so einem Look, den ich jetzt hier gerade mache, für das Look-Training, passiert da nicht mehr viel später in Photoshop. Das sind alles fotografische Dinge. Das Look-Training wird bald rauskommen. Vielleicht ist es schon draußen, wenn dieses Video hier erscheint. Vielleicht kommt es auch erst nächste Woche dann raus. Checkt auf jeden Fall meine Facebook-Seite, da steht das. Ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungen mit so einer Tethering-Funktion in die Kommentare schreiben. Es gibt zum Beispiel noch Capture One und andere Programme. Capture One habe ich zum Beispiel auch probiert, funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber Lightroom war für mich bis jetzt das einfachste Tool. Ich benutze Lightroom echt nicht oft, aber zum Tethern ist es eine coole Sache. Mit so einem günstigen Kabel kann man im Endeffekt jedes Laptop zu so einem
Tethering teilmachen und sich die Bilder direkt angucken, das auch in Vollbild sich anzeigen lassen, funktioniert sehr, sehr geil. Probiert's aus, schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben gehen, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss! Abonnieren Knopf. Ist da unten, glaube ich. Daumen nach oben. Ist da unten, glaube ich. Tschüss. Wir machen weiter hier. Also ich brauche einen Blitz. 20 Sekunden sind geschafft, Bild ist fertig und sieht richtig cool aus.